Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Update. Ich habe mir für meine Blu-ray Collection die Blu-ray 20.000 Meilen unter dem Meer gekauft. Und auf dem Cover, was übrigens ein Wendecover ist, kommen mir sofort zwei Gesichter bekannt vor. Einmal natürlich Michael Caine und Patrick Dempsey, bekannt aus verschiedenen 80er Highschool-Komödien. Und dieser Film ist extra fürs Fernsehen produziert worden, also und ist 3 Stunden lang, fast 3 Stunden, von 1996. Ja, schauen wir mal. 1868, auf den Weltmeeren herrscht Angst und Schrecken. Ein unbekanntes unterseeisches Objekt attackiert die vorbeifahrenden Schiffe. Der junge Meeresforscher Pierre Aronnax glaubt, dass ein riesiger Wal für die Angriffe verantwortlich sei. Sein Vater ebenfalls, ein anerkannter Forscher, glaubt nicht an ein zoologisches Wesen. Es kommt zum Zwist zwischen den beiden. Pierre bricht zu einer gefährlichen Forschungsreise auf. Zusammen mit seinen Bekannten, den farbigen Cape Attacks, jagen sie auf der Fregatte Abraham Lincoln den mysteriösen Objekt hinterher. Auf See kommt es nach kurzer Zeit tatsächlich zum Zusammentreffen mit den vermeintlichen Ungeheuer. Als Aronnax zusammen mit seinem Freund und dem Walharpunier Ned Land über Bord geschleudert werden, fassen sie Fuß auf metallischen Boden. Dies ist der Anfang einer unglaublichen Unterseereise und die Geschichte des Captain Nemo und seiner... So, steht da? Das ist ja wirklich, okay, weiße Schrift auf weißem Ding. Naja, was ist das? Nautilus? Nautilus. Okay. gut, der Film ist 172 Minuten lang, also insgesamt fast 3 Stunden. Deutsch und Englisch. Und 2.0. Englisch DTS HD Master 2.0 Audio sind ebenfalls drauf. Ja, hier sind verschiedene Szenen des Films drauf und wir packen das Ganze mal aus. Ist auch relativ günstig der Film, aber so ein schöner Klassiker auf Blu-ray muss man sich einfach gönnen. So. Hier ist nochmal das Cover. So, ein schönes Blau. Diese Blu-ray-Boxen finde ich immer so. Ach, sehr schönes Blau. Ja. Und so sieht das Cover der DVD aus. Oder Blu-ray. Ich bin ja mal auf DVD fixiert. Auf jeden Fall eine nette Bereicherung meiner Blu-ray-Sammlung. Ich sag bis demnächst. Bye bye.